Hiroshima. Beziehungsweise? Bordeaux. Das ist unsere letzte Woche in Frankreich und deswegen dachte ich mir, wir machen einen kleinen Tagesausflug nach Bordeaux, weil Tino hier noch nie war. Ja, Becker hat erzählt, es gibt schöne Häuser, gutes Essen, das hat mich direkt überzeugt. Deshalb sind wir jetzt hier. Und wir lieben das Campleben, die ganze Zeit in der Natur zu sein, am Strand zu sein. Aber wir haben auch gemerkt, dass es echt mal wieder gut tut, in der Stadt zu sein. Ja. Und es ist echt richtig schön hier. Schauen wir mal nach, wie sie es fanden. Ja, Bex, wo laufen wir denn gerade hin? Ein Secret Spot, das muss ich mir mehr erzählen. Man hochklettern, das ist so eine Aussichtsplattform. Und dann hat man scheinbar eine gute Aussicht. Ich weiß nicht, ob es stimmt, das checken wir jetzt mal ab. So verrückt einfach. Wir sind schon seit über 2 Monaten unterwegs. Yes. Kannst du einfach gar nicht mehr vorstellen, so einen normalen Alltag zu haben, dann trottete herzurennen. Ja, voll. Am Morgen nicht mehr aufstehen und ins Meer zu laufen, die Wellen zu checken, surfen zu gehen. Wird auf jeden Fall krass. Aber wissen wir nicht. Denn es geht weiter nach Portugal. Ja, voll cool. Unser persönliches Highlight, glauben wir zumindest ja, mal. Ja, ich freue mich echt schon am meisten darauf. Ja, du warst noch gar nie. Nee. Und ja, voll geile Spots. Ja. Eigentlich nur noch 1200 Kilometer, die wir noch überwinden müssen. Das heißt, Roadtrip-Time. Morgen geht's los.